Sexy. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung bzw. Map-Vorstellung, unserer Map-Preview der Grünfelderland in der Version 1.1. Produziert von Echtod und Varuna LP, also von mir. Und natürlich mit vielen fleißigen Helfern. Darum in erster Linie auch hier mal herzlichen Dank an die Helfer, die uns unterstützt haben beim Testen, beim Ausprobieren, bei Bug-Reports und. An zweiter Stelle geht natürlich auch jetzt wieder der Dank an alle Leute, die uns Freigaben für irgendwelche Sachen gegeben haben, die wir dort verbauen durften. Herzlichen Dank dafür. Und noch als kleiner Fact. Wir haben im ersten Monat um die 700 Downloads der Map gehabt. Das freut uns mega. Und wir hätten nicht gedacht, dass wir so eine Resonanz kriegen. Aber vielen Dank dafür. Und jetzt steigen wir mal ein mit den Mods, die ihr für die Map braucht. So, welche Mods braucht ihr? Ihr braucht die Grünfelderland in der Version 1.1. Den Sleeping Hammock könnt ihr nutzen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Mod nutzen, in dem ihr schlafen könnt, um somit die Nacht zu überspringen. Außerdem braucht ihr Global Company, am besten in der neuesten Version. Und das MKS 32 von mir, weil dort noch weitere Fill-Types hinzugefügt wurden, unter anderem Melasse und Schafsmilch. Das MKS findet ihr auch auf Modhoster unten in der Videobeschreibung. Gut, dann habt ihr die Info auch gekriegt. Dann gehen wir jetzt mal in die Map rein. Es hat sich wenig getan hier bei dem Shop. Es ist ein bisschen weniger grünes Licht geworden. Das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Wir können hier mal ganz am Anfang auf die Map gucken. Und ihr seht schon, hier gibt es viele grüne Infoschilder, Infopunkte. Das sind die ganzen Produktionen, die wir verbaut haben. Aber da sei auch gesagt, es gibt hier zwei Spots. Zum einen das Industriegebiet
und hier unten das Sägewerk. Dort sind mehrere Produktionen verbaut, genauso wie auch bei der Düngerproduktion. Ja, also von dem her, es gibt insgesamt 28 Produktionen, falls ich mich nicht verzählt habe. Falls ich mich doch verzählt habe, dann tut es mir leid. Davon gibt es einige auch noch auf Hof 8. Das heißt, Hof 8 bräuchtet ihr auf jeden Fall, um das Ganze zu spielen. Zuallererst, was haben wir hier an Verkaufstriggern? Wir haben hier ein bisschen rumexperimentiert. Wir wollten es eigentlich relativ gering halten. Allerdings sind es nun doch mehr geworden. Wir haben wie zu Beginn den Aldi, die Bäckerei, den Edeka, Holz und Michel für den Hackschnitzelverkauf und den Lidl und den Markt. Dazu gekommen ist die Baustelle. Dort könnt ihr Sand und Kies verkaufen. Wobei es ganz ehrlich für euch wenig Sinn macht, dort Sand zu verkaufen, weil den Sand werdet ihr brauchen, um Flaschen herzustellen. Außerdem haben wir hier noch eine neue Verkaufsstelle, den Friedhof, da ihr hier Särge produzieren könnt. Und die machen eben am meisten Sinn, wenn man die auf dem Friedhof verkauft oder an den Friedhof. Wenn es bei einem Produkt keinen Verkaufspunkt gibt, so wie zum Beispiel bei den Flaschen, dann könnt ihr die natürlich auch nicht verkaufen, sondern ihr braucht dieses Produkt, um es in ein anderes zu investieren, zum Beispiel in die Bierproduktion oder in die Havanna Club Produktion. Beim Stoff ist es so, Stoffe werden auch gebraucht, um Möbel und Särge herzustellen, allerdings könnt ihr das auch trotzdem noch verkaufen. So, dann kommen wir generell mal zur Übersicht. In der Übersicht sind alle Produktionen mit Icons und Sprungpunkten versehen. Das heißt, ihr könnt zu jeder Produktion auch hinspringen. Das ist alles gar kein Problem. Wir können zum Beispiel hier mal zur Sandwich-Produktion springen. Und dann sehen wir hier die Sandwich-Produktion mit den notwendigen Input-Triggern an dieser Stelle. Und hier mit den Output-Triggern. Das ist bei fast allen Produktionen schon so geregelt, dass auch überall die Schilder plus die Anzeigen dran sind. Bei manchen Produktionen sind die Schilder noch nicht dran, aber bei den meisten. Wir haben insgesamt 28 Produktionen verbaut. Also manche Produktionen haben eben ein eigenes Kaufgebiet. Andere Produktionen stehen zum Beispiel auf Hof 8. Dort steht Silage, Saatgut und Schweine- und Kuhfutter. Das braucht ihr nämlich, um die Kühe ausreichend zu versorgen. Wir haben hier bei den Tieren ein kleines Feature. Nämlich haben wir ein paar Sachen geändert. Ihr braucht bei den Schafen zum Beispiel, um 100% Produktivität zu bekommen, braucht ihr Gras und Heu. Ja, da bitte drauf achten. Ihr braucht beide Inputs, um die volle Produktivität zu kriegen. Natürlich braucht ihr auch Stroh und Wasser. Bei den Schafen bekommt ihr dann raus Mist und Schafsmilch und natürlich auch zusätzlich die ganz normale Wolle. Bei den Schweinen ist es ein bisschen ähnlich. Dort ist es auch so, für 100% Produktivität braucht ihr Schweinefutter. Das stellt ihr beim Hof 8 her. Weizen, Gerste und Mais. Das addiert sich die Effektivität. Sojabohnen, Raps und Sonnenblumen und zu guter Letzt noch Kartoffeln und Zuckerrüben. Und dann erhaltet ihr 100% Produktivität. Außerdem natürlich, wie bekannt, Wasser für Gülle, Stroh für Mist. Bei den Kühen brauchen wir Mischration, Heu oder Silage und Gras. Auch hier gibt das zusammen eben die 100% Produktivität. Rauskommen bei den Kühen tut Mist, Gülle und hoffentlich auch Milch. So, was können wir mit der ganzen Milch anfangen? Ich gehe einfach mal hier rein, um euch so eine kleine Übersicht zu geben, was können wir alles anfangen. Wir haben hier die Molkerei. Ihr seht im Global Company Menü rechts immer, welche Position gerade aktiv ist. Wenn wir jetzt zur Mühle switchen, dann zeigt es uns den Stand der Mühle an. Gehen wir mal gerade in die Molkerei rein. Wir sehen hier schon aktive Produktionslinien. Keine von 5. Das heißt, wir können hier 5 Produkte herstellen. Und wenn wir reingehen, dann sehen wir den Schafskäse. Dazu brauchen wir Milch, Schafsmilch,
Leerpaletten und Kartons. Dann haben wir den normalen Käse, den Quark, den Joghurt und die Butter. Das ist ganz normal und so sind eben so weitestgehend alle Produktionen aufgebaut. Hier haben wir zum Beispiel noch den Bäcker. Da können wir Mohnbrötchen herstellen mit Wasser, Mehl und Leerpaletten und Mohn. Sonnenblumenbrot, Wasser, Mehl, Leerpaletten und Sonnenblumen ergeben dann eben Sonnenblumenbrot. Und bei den Weizenbrötchen Wasser, Mehl, Leerpaletten. Schauen wir uns dann noch die Brauerei an. Das ist nämlich eines der, ja, der neuen Produkte, sage ich jetzt mal, die schön sind. Gerste, Hopfen, Leerpaletten, Karton und Flaschen produzieren uns Bier. Bier können wir dann natürlich verkaufen. Gehen wir dann noch zum Havanna Club. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Produktionen, damit ihr auch seht, dass die miteinander vernetzt sind. Deshalb wechsle ich gerade nochmal zum Nordzucker. Dort können wir Zuckerrohr und Zuckerrüben zu Zucker und Melasse verarbeiten. Zucker brauchen wir unter anderem bei der Molkerei. Beim Joghurt, da brauchen wir Zucker. Und die Melasse können wir im Havanna Club mit Melasse, Leerpaletten, Kartonpaletten, Leerpaletten und Flaschen zu Havanna Rum verarbeiten, den wir dann verkaufen können. Ich gehe nochmal hier kurz in das Menü rein, weil wenn wir hier schauen, können wir den Zucker nicht verkaufen. Ist also nur ein Produkt, das wir zur weiteren Produktion benutzen können. Das denkt bitte daran, auch bei Mehl. Mehl kann man nicht verkaufen. So ist es bei sehr vielen Produkten hier auf der Karte. Das hat einfach den Grund, dass wir ja hier eine Karte bauen für unser Roleplay und darum eben die Produktion alle darauf ausgelegt sind, immer weiter zu produzieren und Interaktion zu fördern. Den Schweinehof haben wir gerade schon gesehen, dann schauen wir uns jetzt einfach in der kleinen, ja, Überflugsansicht noch kurz den Kuhhof an. Hier sehen wir, dass wir einiges an Deko verbaut haben. Die grundsätzlichen Verbauungen der Höfe sind alle gleich geblieben, wie zur letzten Version auch. Allerdings hat sich einiges eben an den Bodendekos getan und auch an den Dekos, die jetzt eben auf den Höfen vorhanden sind. Dann schauen wir uns gerade auch noch den Schafsbauern an. Hier haben wir auch einen neueren Schafstall, einen großen Schafstall. Ich weiß gar nicht, ob der letztes Mal schon verbaut war. Ein Heulager, Unterstellmöglichkeiten und auch hier ein großes Silo, um einfach alle Ressourcen hier unterbringen zu können. Schauen wir uns noch schnell einen der zwei neuen Verkaufspunkte an. Da kommen wir hier nämlich zu unserem sogenannten Friedhof. Der ist lediglich, ja, zur Ehrung der Tester gedacht und der Entwicklung. Zum Beispiel gibt es hier für jeden Tester ein Grab. Das ist jetzt nur, ja, als Spaß gedacht, ja. Also bitte nicht falsch verstehen. Das ist einfach zur Ehrung der Tester, die mitgeholfen haben an der Map-Entwicklung. Und dann kommen wir hier unten auch zur Verkaufsstelle für die Särge. Das werdet ihr da unbedingt brauchen. Dann machen wir jetzt noch einen kurzen Cut und gehen zur Baustelle. So, die Baustelle kennt ihr schon, die war schon in der letzten Version verbaut. Allerdings kam hier eben jetzt noch der Verkaufspunkt hinzu, um Sand und Kies zu verkaufen. Aber wie gesagt, Sand hebt euch bitte auf, das braucht ihr für die Flaschenproduktion. Das ist notwendig. Dann zeige ich euch hier exemplarisch noch die Gewächshäuser, in denen ihr Melonen, Kürbis, Blumenkohl, Tomaten und Rotkohl herstellen könnt. Jede Produktion hat an der Straße ein Schild, wo auch nochmal darauf hinweist, welche Produktion hier am Start ist. Und so könnt ihr die relativ leicht finden. Schauen wir hier einfach nochmal kurz
im Schnelldurchgang drüber, wie das hier alles aussieht. Dafür soll ja die Preview auch da sein, dass ihr seht, was bietet die Karte. Darum zeige ich euch auch jetzt noch die Rumproduktion. Die ist ein bisschen außerhalb gelegen. Schön im Wald. Und wenn ihr hier ankommt, habt ihr hier so ein älteres Gemäuer im Wald stehen. Wenn ihr reinfahrt in die Produktion, habt ihr links die Annahmetrigger für die Rohstoffe, die ihr braucht. Paletten, Papier, aka Karton und Flaschen. Und rechts den Tank für die Melasse, die ihr eben in der Zucker, bei Nordzucker herstellen könnt. Wenn wir hier weiter nach hinten gehen, kommen wir hier zum Output-Trigger. Hier kommt dann der Havanna Club raus und kann von euch abgeholt werden, um ihn zu verkaufen. Ich zeige euch jetzt noch das Milchwerk, weil das Milchwerk ist ein bisschen komplizierter, ist ein bisschen größer und hat sehr viele Input-Trigger und auch Output-Trigger. Deshalb fangen wir erstmal hier außen an. Wenn wir hier aufs Betriebsgelände fahren, haben wir zum einen hier die ganzen Bildschirme, die uns anzeigen, was können wir produzieren. Hier zum Beispiel Quarkproduktion, Schafskäseproduktion. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir hier weitere Input, oder hier haben wir 5 Input-Trigger für die Milch. Dort müsst ihr gucken, Quarkproduktion ist Kuhmilch, Käseproduktion Kuhmilch, Butterproduktion Kuhmilch, Käseproduktion Kuhmilch und Joghurt auch Kuhmilch. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das hier ist keine Biomilch, also da gehört keine Kuhmilch rein in den zweiten Trigger, sondern die Schafsmilch. Das muss ich mal noch ändern. Tut mir leid, dass es jetzt in der Version noch nicht der Fall ist. So, hier können wir alle Tore öffnen. Ich mache das gerade mal, weil in diesen Unterständen, da sind alle Trigger drin, um die Produkte zu produzieren. Hier kann der Zucker angeliefert werden an diesem Regal. Und auf der anderen Seite das Obst für den Joghurt. Und dann haben wir hier eben sehr viele Leerpaletten-Trigger, Joghurt, Butter, Quark und gleichzeitig auch nochmal hier das gleiche für Karton. Rauskommen tun die Produkte auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt rübergehen in die andere Halle, also hier müsst ihr wirklich ein bisschen gucken, können wir hier eben den Käse und den Schafskäse herstellen. Hier auch das gleiche für die Kartons. Hier haben wir dann die Output-Tracker. Und hier auch noch Unterstellmöglichkeiten, also ihr könnt hier auch in die Regale noch Sachen einlagern. Zu guter Letzt der aktiven Produktionslinien möchte ich euch noch den Schreiner vorstellen. Der Schreiner ist hier in der Stadt verbaut. Hier seht ihr die Output-Trigger. Und wenn wir hier in den Hof reinfahren, können wir hier rechts Bretterpaletten anliefern. Die werden dann hier ins Lager eingeräumt. Und links können wir auch noch die Stoffpaletten können wir anliefern. So. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr die Produktion alle gekauft habt, über das Steuerung G Global Company Menü alle Produktionen aufrufen. Insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 28 Produktionen verbaut. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Und jetzt möchte ich euch noch eine kleine Overview zeigen über die komplette Map, einmal quer drüber. Why do I, baby, why do I?
So, hier kommen wir auch noch zu einem wichtigen Bereich, nämlich der Erasco-Suppenproduktion. Hier bitte nicht verwundern lassen, die ist eingebaut, allerdings noch ohne Funktion. Also da bitte nicht erwarten, dass die schon produziert. Die produziert definitiv nicht. Die ist nur schon verbaut, um eben das Terrain schon so weit anzugleichen, dass ihr das nächste Mal bei einem Update nicht zu viel Umstellung machen müsst. So, das soll es jetzt von der Preview gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die Karte. Und wir würden uns über Resonanz freuen. Schaut gerne auch auf unserem Support-Discord-Channel vorbei, der ist unten verlinkt. Und ja, viel Spaß bei der Arbeit. Haut rein, macht's gut. Tschüss.